Da hinten ist was. Das ist nicht gut. Das ist nämlich Feuer. Ist entweder ein Riese. Ja, das ist ein Riesen. Schon gut. Irgendwelche Mammuts wieder. Keine Angst haben vor dem Feuer. Was essen die Riesen eigentlich, wenn nicht die Mammuts? Oh, guck mal, da haben wir gelbe. Was für gelbe. Miau, 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 miau. Reißt allen Tieren das raus, ey. Geil. Meiner Tochter wohl gut geht. Who cares? Nein, ihr geht's gut. Sie kann auf sich selbst aufpassen. So. Lagersprechende Steine entdeckt. Hallo. Könnt ihr sprechen? Also ich höre sie nicht. Moin. Ich will eure Sachen klauen. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Ich speichere hier. Und dann werden wir einfach mal reingehen ins Lager. Wenn die uns angreifen, dann werde ich mich reinschleichen. Hallo, können wir Freunde sein? Habt ihr überhaupt irgendwas? Irgendwie habt ihr gar nichts. Was ist das denn hier? Cool. Riesenkäse, Mammutkäseschale. Ich konnte irgendwas noch auswählen. Das war wieder Lydia, glaube ich. Oh mein Gott, Seelensteinfragmente sind hier. Warte, er darf mich nicht sehen. So, dann geht das auch. Gold. Oh mein Gott. Orkische Stiefel der Blitzunterdrückung. Stab der Wiederbelebung. Belebt einen schwachen Toten wieder. Achso, lame. Diadem mögen bewirken höheren Schaden. Aber er hat eine Rüstung 0. Ich glaube, das ist einfach für den Kopf. Ich guck gleich mal, ob sich lohnt. Und gebänderte Eisenrüstung. 35 für 200. Nee, und sie kann auch nichts mehr tragen. Wir gucken mal. Das ist natürlich blöd. Elfenhelm hat nämlich 35. Und ich glaube, dieses... Ja, wie sehen wir damit aus? Süß. Ist natürlich zum Rumlaufen ganz gut. Muss ich nur umändern dann. Da denke ich bestimmt nicht dran. Bei 30% höheren Schaden ist natürlich nicht scheiße. Na, was habt ihr hier noch? Ich laufe einfach mal hier so voll frech hin und nehme mir die Tränke. Also noch hat er nichts gegen mich irgendwie einzuwenden, habe ich das Gefühl. Okay, doch. Doch. Lydia mag er nicht. Lydia, dich mag er nicht. Komm. Du machst sonst uns alles kaputt. Hä? Ich soll dahin? Hä? Was habe ich denn ausgewählt? Ach so. Teil falsch ausgewählt hier. Abgeschlossen. Schon längst abgeschlossen. So. Markierung setzen. Da hinten ist aber irgendwas. Wollen wir da nochmal hin? Na, komm mal mit, Lydia. War doch gut, was wir eingesammelt haben. Nein. Seid lieb. Seid lieb. Ist ja gut, Wachhunde. Ist ja gut. Ganz ruhig. Niemand will euch was. Ich habe nur ein paar Sachen geklaut, die die Riesen eh nicht tragen können. Außerdem bin ich einer, der die Welt retten möchte. Hm. Irgendwo? Irgendwas? Irgendwo? Ah, hier, Pilze. Das hat sich doch gelohnt. Was? Ach, die Musik ist schön. Oh, Fische springen.
Aber ich habe es anders in Erinnerung. Also andere spielen es anders. Ich glaube, entweder sie spielen auf richtig hoch und auf mit eigenen Texture Packs. Auf jeden Fall habe ich das anders bei anderen in Erinnerung gesehen zu haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, er läuft weg. Vor was läufst du weg? Hm. Feuer ist es nicht. Ich habe irgendwas eingesammelt. Eine Wurzel. Natürlich. Einfach nur, weil ich dachte, das sieht da schon so aus, als ob da irgendwas wäre. Hier habe ich mal gesehen, hier kam ein Bär. Oh mein Gott, das war bei diesem Amerikaner, den ich geguckt habe. Das hat dann nur 10 Minuten oder sowas gezeigt und das war dann ein Bär. Ui, Wasser! Oh, die Bälle. Nicht geschafft. Ah, hier gibt es sogar Strömung. Hier war der Bär. Mhm. Tot? Wo ist er? Wo ist er hin? Oh! Ein Bandit, ein orkischer Bandit liegt hier einfach nur rum. Oh, immer dieses nackt rumliegen lassen, tut mir auch irgendwie ein bisschen leid. Aber ich will es gleich verkaufen in der nächsten Stadt. Oder auf jeden Fall die nächste Stadt erkunden und dann zurück. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wer weiß, was passiert. Warte mal. Ist da jemand? Nein. Muss aus. Oh nein. Was habe ich entdeckt? Orthheim. Orthheim. Ich gehe voll falsch. Nein, wir gehen noch nicht zu Orthheim. Komm. Komm. Oh. Also ich sehe, hab noch keinen Bären gesehen. Sollte irgendwie was, auch was Besonderes, Episches sein, ne? Oh, Wasser ist so schön. So. Da muss ich hin. Warum sind diese Mammutteile und die Riesenteile eigentlich so besonders? Ich meine, who cares? Da können wir rüber. Hübsch. So hübsch. Wo Lydia jetzt ist wieder mal, weiß ich nicht, aber... Naja. Geil. Lydia, bitte nicht schubsen. Die Weitsicht habe ich jetzt nicht so hoch gezogen. Ist das ein Hund oder ein Wolf? Ich denke mal ein Wolf, ein böser Wolf. Wie kommen wir jetzt da rüber, Lydia? Hörst du die Musik wieder? Als ob hier irgendwas jetzt kommt, irgendwas Böses wieder. Hinter den Bergen ist da, wo wir hin müssen. Los, wofür haben wir denn so viel Ausdauer? Hallo? Hallo. Ja, danke. Danke. Mann, streichelt so wieder, ne? Ich bin oben, wer noch? Nein, bitte nicht antworten. Das wäre unheimlich. Dann wiederum doch. Vielleicht bist du ja eine Person, die nicht scheiße ist. Die antwortet und sagt, ich bin auch hier oben. Wollen wir was zusammen erleben? Na, schon wird's wieder creepy. Oh, das sieht schön aus. Gehen wir mal runter. Entdeckt. Schön Ort. Das heißt bestimmt hier irgendwie sowas. Schön Ort. Oh, hi. Vielleicht hat ja irgendjemand, sagt uns ja, ich sammle die. Give me the Nirns. Nirns are my hobby.
weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich habe jetzt einfach nur eins gesehen. Was ist das da? Was ist das? Hä? Okay, wir sind voll zurückgelaufen. So ein Cheat. So ein Cheat. Ich bin so doof. Oh, ich habe als Kind so gerne hier drauf gespielt. Wenn man hingefallen ist, war es egal. Es war nicht schlimm. Und es war so schön, so frisches Wasser, während es warm war. Und wirklich, das hier haben wir in der Nähe meiner Oma. Und immer wenn es so richtig heiß war, haben wir dann gespielt hier so. Also es war eine Abkühlung. Wir haben hier oben was fallen lassen. Also so irgendwie so ein Blatt Papier und haben geguckt, was am besten runter geht. Das war so toll. Ich vermisse meine Kindheit. Es war so entspannend und zufriedenstellend und einfach nur schön. Vermisse ich ein bisschen. Einfach da reinsetzen und okay, warum sind die verschwunden? Warum konnte ich eben sehen und jetzt nicht mehr? Macht das Sinn, wenn ich näher rangehe? Nein, wir rennen dann nur, wenn du nicht guckst. Das ist das Gimmick. Okay. Ah, hier. Meine Fresse. Eine Wanderung ist lustig. Eine Wanderung. Wenn ich jetzt wegstecke, kommt bestimmt ein Gegner. Das ist so logisch. Ich möchte gern einen Hund haben. Der streunende Hund soll wiederkommen. Ah. What the fuck ist das? Da unten ist das Dorf. Und da ist ein Buch. Drachenschuppen. Ackertopf. Wir hatten noch einen Segen? Oh, immer noch? Akatosch-Segen. Magika regeneriert sich schneller, verdammt. Kann ich mir nie merken, was was ist. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Juppie, wir sind gleich da. Yay. Stadt in Sicht. Oder Dorf oder Siedlung. Siedlung würde ich sagen. Siedlung. Weil nach sehr wenigen Sachen. Aber die Jarls kümmern sich doch rum, ne? Rorikstadt entdeckt. Ja, wir brauchen Händler. Hallo. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurückgezogen haben. Hast auch das Memo bekommen? Das freut mich. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Hier. Iron Inn. Oh, hier ist ein Inn. Nee, das Inn wollen wir nicht. Noch nicht. Wir wollen erstmal den Laden. Wo the fuck ist denn Laden? Warum sagst du mir das nicht? Warum kannst du mir nicht sagen, wenn du so Sachen hast, kannst du sie verkaufen bei den Medendoden. Die Medendoden sind schon lange im Geschäft. Oh. Nein, wir wollen jetzt noch nichts aufmachen. Noch nicht. Ich werde es niemandem sagen, wenn ihr meine Schwester Sissel vermöbelt. Was? What the fuck? Hallo? Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochotka gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Wenn ihr daran denkt, euch als Bauern niederzulassen, seid ihr hier am richtigen Ort. Eure Bauernhöfe florieren, trotz des rauen Klimas. Was ist euer Geheimnis? Wie schützt ihr euch vor den Drachen? Wieso lässt sich ein Bedrohne wie ihr im Rorikstadt nieder? Was ist euer Geheimnis? Geheimnis? Wieso glaubt ihr, dass dahinter ein Geheimnis steckt? Nee. Hier gibt es keine Geheimnisse, mein Freund. Ja, jetzt glaube ich es erst recht. Unser Wohlstand ist das Ergebnis harter Arbeit, Glück und dem Segen der Götter. Ja, aber wenn der Boden nicht fruchtbar ist, dann ist auch harte Arbeit. Wie schützt euch vor Drachen? Wie könnten wir? Wir sind eine Gemeinschaft von Bauern, keine Kämpfer. Wenn der Krieg nicht wäre, hätten wir im Fürstentum genug Wachen, um die Siedlungen zu schützen. Ja, aber nicht. Dass die Drachen ausgerechnet jetzt zurückkehren, ist äußerst bedauerlich. Ich habe schon zwei getötet. Wieso lässt sich ein Bretone wie ihren Rorikstadt nieder? Habt ihr Rorik schon kennengelernt? Er besitzt dieses Land und ist der Namenspate unseres Dorfes. Wir sind schon seit vielen Jahren befreundet.
Rorik hat während des großen Krieges für das Kaiserreich gekämpft. Warum bist du so leise? Er wurde schwer verwundet und wurde darum zu mir gebracht. Damals war ich ein Heiler, wisst ihr? Ah, heilt mich. Wir standen uns so nahe wie Brüder. Und als Rorik nach Hause zurückkehrte, ging ich mit ihm. Ich bin froh, dass ich meinen Lebensabend hier mit meinem guten Freund verbringen kann. Willst du mir irgendwas sagen? Wollt ihr vielleicht heiraten? Ich denke mal, die Mädels in diesem Tempel würden eine Ausnahme machen. Also gut. Nein, nein. Mhm. Wollt gucken, was er hat. Roriks Anwesen, das kann ich... In Ruhe. Ja, ja, ja. Was könnte das so bedeuten? Er will, dass der Rorik ihn an die rangeht. Ich werde es niemandem sagen, wenn ihr meine Schwester Sissel vermöbelt. Sissel. Sissel, Missel. Hallo. Bei den Göttern, dann ist es wahr? Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Jo, gar nicht. Na, ist hier irgendwo... Roriks Anwesen. Oh. Keiner ist da. Und irgendjemand schläft hier draußen. Vielleicht ist im Inn ja der Verkauf. Mal gucken. Aber ist ja sowieso alles hier. Ich muss da sowieso hin, um einen verprügeln. Nein, das nächste Quest. Ich will doch nur verkaufen. Ein bisschen wenigstens. Kommt. Gib mal einen Händler mit 1000. So, du bist bestimmt ein Krieger von Alikre. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Ah, stimmt. Wir haben uns ja... wir haben uns ja getroffen. Also gut. Du warst ja bei uns. Hier, dich soll ich verprügeln. Aber erstmal will ich gucken, ob du... Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. Was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen. Speisen. Dammit. Suche nach Arbeit. Hier. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Kopfgeld hinzugefügt. Lagerschlafbaum. Sehr schön. Wo erfahre ich mehr über Magie? Ein kleiner Rat. Die Leute hier haben keinen Tag. Ja, ja. Entweder das oder ihr sprecht mit dem Hofzauberer des Jarls. Prügel anfangen. Oh Mann. Auf Wiedersehen. Verkaufst du? Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Nein, nein, ich muss überall sowieso nochmal rein. Habt ihr Bücher oder so? Da kommt ja gar nicht, um mich davon abzuhalten. Achso, weil hier nichts ist. Meist ist leer. Oder hat Scheiße drin. Wer bist du? Achso, du bist beide Krieger. Du hast dich umgesetzt nur, ne? Ja, manchmal muss man das, sonst tut der Arsch weh. Hallo? Rorik! Dann rede ich immer mit Rorik. Wenn ihr geschäftlich in Rorikstadt unterwegs seid, solltet ihr mit Juan sprechen. Juan. Habt ihr im großen Krieg gekämpft? Ja, das habe ich. Ich habe eine Einheit aus mehreren Dutzend Männern befehligt. Hört sich überhaupt nicht an wie ein alter Mann. Rekruten aus den Dörfern in diesem Teil des Fürstentums. Ich hätte in diesem Krieg fast mein Leben ausgehaucht. Ein Altmeri-Soldat hat mich mit seinem Schwert durchbohrt und mich zum Sterben liegen lassen. Mache ich auch manchmal. Nein. Ein Heiler namens Juan hat mir das Leben gerettet. Seit diesem Tag ist er mein engster Freund. Glaubt mir, dieser Mann vollbringt wahre Wunder. Er hat mir nicht angeboten, mich zu heilen. Da wurde die Stadt nach euch benannt? So ist es. Seht euch nur um. Mir gehören die meisten der Ländereien, die ihr hier seht. Den größten Teil davon habe ich erworben, als meine Kameraden dem Kaiserreich im Süden im Kampf gegen den Altmeri-Bund halfen. Damals wollte hier absolut nichts wachsen, das Land war wertlos. Heute blühen unsere Höfe. Dank harter Arbeit und dem Segen der Götter. Ja, ja. Das sind wie diese nur 10 Minuten am Tag mit unserem Zeug trainieren. Und natürlich Diät und nichts essen. Hat der Krieg von euren Siedlungen ihren Bewohnern einen Tribut gefordert? Bis jetzt noch nicht. Es ist aber durchaus möglich. Da will wohl jemand mit dir reden. Die für den Kampf geeigneten Männer des Fürstentums wurden in die Armee eingezogen. Also gibt es weniger Schwerter, die die Straßen vor Banditen und wilden Tieren schützen können. Ja, Banditen mache ich langsam, und mit ne? Mit zunehmender Kriegsdauer und schwindenden Vorräten werden unsere üppigen Felder und Lebensmittellager natürlich zu verlockenden Zielen für verzweifelte Männer. Wir können nur auf ein schnelles Ende dieses Konflikts hoffen. Je länger dieser Krieg sich hinzieht, desto schlimmer wird es für uns alle. Kennt ihr die? Da links, so welche Leute, die sich da zusetzen und überhaupt keine Privatsphäre kennen oder sowas, wo man dann sagt, Entschuldigung. Hä? Oder er will einfach nur beschützen, aber... Lebt wohl. Nicht ewig vor uns. Gibt es etwas Neues von Nein, ich will Rorik ausrauben.
Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Nein. Wenn ihr geschäftlich in Rorikstadt unterwegs seid, solltet ihr mit Juan sprechen. Ich mach die Quest. Mal gucken, was kommt. Ich nehme nur Bargeld. Keine Tauschgeschäfte und. Ich bin hier, um einen Streit zu lösen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Das war schon alles. Nee, ich hau einfach nur. Wer hat euch denn das Kämpfen gelehrt? Hoch mit den Fäusten! Ihr seid härter, als ihr aussieht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Werft den Schneebuckel zu Boden. Na los! Ihr wisst, was ihr tun müsst. Schön. Ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe. Yay, ich hab die Gebrüder Grimm jetzt. Ne? Sind sie zufrieden mit mir? Geldbeutel. Ah, nicht viel. Was ist mein das dummer hier? Sohn Erik will ein Abenteurer sein. Er ist viel zu gutmütig und hat keine Ahnung, wie gefährlich die Welt wirklich ist. Ich kenne einen Elten, der ist tot. Eton oder sowas, der ist tot. Du hast ja nicht mal was. So langweilig bist du. Manche werden sagen, dass ich meinen Jungen zu sehr beschütze. Aber ich frage euch, ist es nicht die Pflicht deines Vaters für die... Warte, ich will das alles haben. Kinder zu sorgen? Okay, ich kann's klauen. Ja, manchmal schon, da hast du recht. Aber eigentlich... Boah, ich kann fast nichts mehr tragen. Wollte ich euch nur mal sagen. Kann ich nicht vertragen. Nee. Das ist gleich nochmal. Oh mein Gott, hier war schön viel Geld drin. Yes. Ich verstecke mich jetzt hier hinten. Wenn ihr geschäftlich in Rorikstadt unterwegs seid, solltet ihr mit Juan sprechen. Verdammt. Warum müsst ihr jetzt aufstehen? So. Krummsäbel und Gewand. Ich könnte ihn nackig machen und keiner wird's mit. Kriegt der nicht mit. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? So. Nein, ich weiß noch nicht mal, was du meinst. Schlüssel zu Roriks Anwesen. Nö, das mache ich so auf. Scheiß drauf. Okay, tschüss. Mist. Keiner. Ja, ich... Brauche unbedingt einen Händler. Hallo. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und, was macht ihr da so? Met holen? Ich hab Met, willst du? Du solltest nicht alle so negativ immer sehen. Ich meine, ich hab's. Ich hab Met. Ich habe Met. So ist das nicht. So. Kümmern wir uns um Rorik. Da, ist doch schön. Wir brauchen noch Schloss aufknacken für später. Für die besseren. Nö, wir wissen ja, wo er ist, also müssen wir uns nicht verstecken. Oh, die gleiche Aufbau wie bei dem anderen da. Bei meinen ersten Freunden. Die mich nicht doof fanden. Das ist doch schön. Gold, Seelenstein, Heilung. Yay! Nicht kacke. Yay! I like. Holzkohle brauche ich sowieso mal. Bis irgendwas muss, weiß ich noch, braucht man Holzkohle, um irgendwas zu machen. Geistesdeadro. Tod und Vernichtung, Angst. Wir sterben nicht, wir fürchten den Tod nicht. Ja, komm, nimm mit. Winzig? Das war doch kein winziger Stein. Hallo? Naja. Gold. Noch eine Puppe? Nö. Sie hat eine Puppe. Kann sie ja mal kaputt puppen jetzt.
wenn ich irgendwann einen Jungen adoptiere hier, dann gebe ich ihm auch eine Puppe. Aber eine andere. Lul, lul, lul. Die kann er auch kaputt puppen. Nö. Nö. Alles langweilig. Alles gleich eingerichtet auch. Nö. Gut. Keiner merkt, dass ich da rauskomme. Ich brauche unbedingt jemanden, der Geld hat. Das wäre ganz schön. Nee, du nicht. Ah, nee, du auch nicht. Hallo, hast du Geld? Ich habe genug Probleme, also macht mir keine neuen. Hast du Geld? Ihr seht aus, als hättet ihr schon so manches Abenteuer erlebt. Ich beneide euch darum. Ihr könntet mir vielleicht sogar behilflich sein. Was braucht ihr denn? Ich will auch Abenteuer erleben, so wie ihr. Siehst doch schon so aus. Hat es mir verboten. Er sagt, dass ich hier bleiben und auf dem Bauernhof arbeiten muss. Und selbst wenn er es mir erlauben würde, Abenteurer zu werden, könnten wir uns keine Rüstung leisten. Okay. Er heißt Mralki und ist hier der Wirt. Hoffentlich könnt ihr ihn umstimmen. Versuche ich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wenn er es möchte, unbedingt. Danke. Mein Gott. Ich ertrage den Gedanken nicht, für den Rest meines Lebens in diesem Dorf gefangen zu sein. Halt, warte. Ich hoffe, ihr könnt meinen Vater umstimmen. Eure Feldfrische scheinen gut zu gedeihen. Stimmt. Solange ich zurückdenken kann, haben unsere Väter immer gute Erträge eingebracht. Oh. Ich weiß nicht, ob es am Erdreich liegt, am Klima oder an der Gunst der Götter, aber wir hatten noch nie eine magere Ernte. Hm. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Hat er ganzes Leben lang hier verbracht? Hier in Rorikstadt geboren und aufgewachsen. Mein Vater war ein Soldat. Ah. Er kämpfte im Großen Krieg. Und als der vorbei war, hat er sich hierher zurückgezogen, um eine Familie zu gründen. Meine Mutter starb, als ich noch ein kleines Kind war, also hat er sich alle Mühe gegeben, mich alleine großzuziehen. Deshalb will ich beschützen. Es ist zwar nicht die spannendste Gegend der Welt, aber die Leute hier arbeiten hart und machen niemandem Ärger. Und haben kein Geld. Mhm. Du mich auch. Lemkills? Nö. Ach Mann, ihr seid doch doof. Ich gehe dann gleich zu ihm. Ja. Wähle einen Gegenstand zum Herstellen aus. Mehlsack aus 3 Weizen. Ein Mehlsack. Wofür brauche ich denn Mehlsäcke? Ja, komm. Einfach nur, weil es lustig aussah. So. Ah. Voll langweilig hier. Und ich will nicht einfach wieder nur zurück, deshalb. Kuhweidenhof. Kuhweidenhof. Hallo. Feldiff. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Okay. Euer Bauernhof läuft sehr gut. Ihr müsst stolz sein. Höre ich da etwa einen Hauch von Neid? Nö. Ich könnte es euch nicht verdenken. Welche Berufung könnte edler sein als diese? Weltenretter. Ich sehe euch an, dass ihr das für einen Scherz haltet. Ich versichere euch, ich bin stolz auf die Arbeit, die wir hier leisten. Du siehst mich. Und das zu Recht. Ja, unheimlich. Den Boden mit den Händen zu bearbeiten, zu sehen, wie die gepflanzten Samen Wurzeln treiben und wachsen, eine Herde zu hüten. Es liegt eine Freude in ehrlicher Arbeit. Ist doch schön, dass du es magst, andere mögen es nicht. Finden werdet. Wo verkauft ihr euren Ernteüberschuss? Vor allem in Weißlauf. Ennis kümmert sich um die geschäftlichen Angelegenheiten, aber ich weiß, dass er ein paar Käufer hat, die uns einen fairen Preis bezahlen. Ennis ist stolz auf sein gewieftes Geschäftsgebaren. Sehr gut, Geld. Ich dagegen bin bei meinem Vieh und auf meinen Feldern viel glücklicher, als wenn ich unter Leuten Doch schön. Wäre. Warum? Du musst dich noch nicht verteidigen. Mhm. Ennis. Ich heiße Ennis. Guck wenn mich an. Wenn Freunde von euch Geschäfte in Weißlauf machen, dürften sie mich kennen. Und was habe ich über diesen Stab gesagt? Hä? Ihr habt ziemlichen Unsinn erzählt. Ihr wolltet Gläder verkaufen, um eine Priesterin für ein großes Ereignis zu bezahlen. Es ging auch um einen Stab, den ihr verwahrt habt. Ihr habt nicht gesagt, wo. Ach so. Hattet ihn aber auch nicht dabei. Ah, ja, habt die ihr Nacht. Habt ihr schon mit Raeldith gesprochen? Sie ist wie eine Mutter für mich. Was habe ich über den Stab ihr gesagt? Ihr habt ziemlichen Unsinn erzählt. Ihr wolltet Gläder verkaufen, um eine Priesterin für ein großes Ereignis zu bezahlen. Ich wollte wirklich heiraten. Stab, den ihr verwahrt habt. Ihr habt nicht gesagt, wo. Bullshit, ich will gar nicht heiraten.
Habt ihr diese Wachen gesehen? Wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, müsst ihr euch mit ihnen auseinandersetzen. Ja, ja. Guck mal, jetzt geht Ennis nämlich raus. Und ich kann eure Sachen wegnehmen, ohne dass du es mitbekommst. Lol, 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 lol. Dann haben wir hier einen Jagdbogen. Oh, warte. Amethyst, Dietrich, Gold. Den Schlüssel brauche ich nicht. Ja, sie sieht mich nicht. Ich kann an ihr vorbei hier raus klauen. Muss ich nur noch den da klauen. Du siehst mich nicht. Wir sind ehrliche, hart arbeitende Leute. Und Bettler oder Diebe dulden wir hier nicht. Jo. Klau. Du siehst mich nicht. Versteck mich. Versteck mich wirklich gerade. Cool. Okay. Ich hänge fest, ich hänge fest. Ich muss wieder Anlauf nehmen. Und bäum. Und bäum. Die Städter mögen auf uns herabsehen, aber was spricht gegen die Landwirtschaft? Ist doch gut. Hattest du schlechte Erfahrungen? Haben deine Eltern irgendwie gesagt, du darfst nicht oder was? Du musst dich doch nicht verteidigen, wenn du es magst, mach es. Ist doch super gut. Oh, außerdem brauchen die in Weißland das doch, was du machst. Super, was du machst. Mann, ich hoffe, Lemkiel ist nicht so negativ.